Hi, hier ist Tony von pocketpc.ch und ich habe für euch heute Sunny Hill Ride, ein Spiel für iOS, und wir sind hier auch schon mal direkt im Hauptmenü. Mal kurz ein bisschen was zu den Optionen. Das heißt, wir haben jetzt hier zum Beispiel die Möglichkeit auf mehr zu gehen und typisch hier Effekte, Musik, Vibration, was auch immer an- und auszuschalten. Mehr kann man hier soweit auch gar nicht einstellen. Dann kann ich mir noch eine Bestenliste Credits in der Folge anschauen. Ein paar hübsche Informationen. Aber das Wichtigste für so ein Spielchen ist natürlich das Spielen. Deswegen gehe ich jetzt direkt mal hier ins Level rein. Ich kann zwischen Story und dem Endlos-Modus wechseln. Beim Endlos-Modus, da fahre ich wirklich schon die ganze Zeit, ohne jetzt die einzelnen Level da zu besuchen. Bei der Story habe ich jetzt hier mal das erste Kapitel gespielt. Das war, ja. Das war, was war das denn? Das war schön? Nein. Das war in einer nicht so wintermäßigen Landschaft wie jetzt hier. Das heißt, man hat verschiedene Landschaften, die man da durchfährt. Ja, bei dem Spiel geht es im Endeffekt darum, dass ich ein Auto über die Hügel fahre. Ich muss dabei gucken, dass ich möglichst viele Punkte einsammle. Wenn ich auf den Bildschirm tippe, dann beschleunige ich. Darf aber, wenn ich zum Beispiel bergauf fahre, nicht mehr so viel beschleunigen, einmal aufs Auto tippen, dann macht er so einen Stunt, dadurch bekomme ich auch Punkte. Man hat gerade gesehen, es hat schon vibriert. Dadurch verliere ich nämlich Punkte auch. Ich muss darauf achten, dass ich hab. Na. Je öfter ich hart lande, desto mehr Gepäck verliere ich. Man sieht, ich habe jetzt mittlerweile gar kein Gepäck mehr, darin bin ich mittlerweile Experte, also im Gepäck verlieren. Wenn man bergauf fährt, dann muss man beschleunigen. Wenn man nicht bergauf fährt, dann sollte man nicht mehr beschleunigen. Das heißt, man muss rechtzeitig wieder loslassen. Und erst kurz nachdem man aufgetreten ist oder aufgekommen ist, erst wieder loslassen. So, hier einmal draufdrücken, dann macht er so einen lustigen Stunt. Hat dann so ein Power-Up eingesammelt. So. Ah, das war jetzt hier zum Beispiel Autos, das ist ein Stau, da fährt man dann ganz wenig vorbei. Man muss hier auf die Benzinanzeige achten, das ist ganz, ganz wichtig. Wop, 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 und? Ah, so gerade kurz, da knapp noch das erste Level geschafft. Wir haben hier in dieser Landschaft mehrere Level. Beim Vorgänger waren es drei, das müssten hier auch drei sein. Ich habe jetzt noch nicht weitergespielt, das heißt, man spielt jetzt das Ganze ein zweites Mal. Ich habe noch nicht rausgefunden, ob man hier noch die Geschwindigkeit rausnehmen kann beim Fliegen. Wenn man eine gewisse Geschwindigkeit hat, ja, dann ist man so ein bisschen da, ne? Ja, man ist so ein bisschen auf das Glück, vom Glück abhängig, vernünftig zu landen. Wahrscheinlich, wenn man es richtig gut drauf hat, kann man dann auch besser fahren. Also es macht Spaß, aber es ist ein bisschen schwieriger, als wie man erst glaubt. Sondern ein Stunt dabei. Man bekommt also für die Stunts auch Punkte. Ich verliere lieber Punkte, als die zu bekommen. Da bin ich auch Experte drin. So, das war nochmal ein schöner Stunt. So, dann ist das zweite Level auch fertig. Dann gehen wir nochmal in die dritte Runde. Und weiter geht's. Ja, da habe ich schon mein erstes Gepäck verloren. Ja, Mist. So viel zum Gepäck. Sollte ich oder kann ich euch im richtigen Leben nicht empfehlen, so zu fahren, um das Gepäck zu verlieren. So, ja, man hat gesehen, ich war ziemlich langsam. Man kommt den Berg dann nicht so gut hoch. Man muss im Endeffekt mehr Speed haben. Ah, okay. Da war wieder der Stau, habe ich nicht aufgepasst.
Ja. Noch einmal ein Power Jump. Naja, gut. Wie gesagt, die Vibration kann man auch ausschalten, wenn es einem dann ein bisschen missfällt. In den Optionen. So. Level 3. Komme ich hier im Winterwunderland noch so eine Zusammenfassung, welchen Level ich am besten war. Wenn ich auf Fortsetzen gehe, er lädt noch. So, wenn ich auf Fortsetzen gehe, dann komme ich direkt ins nächste Level. Hier auf der Taste kann ich dann Level neu starten. Ich kann auch beenden oder fortsetzen gehen und komme dann hier zum Beispiel auch wieder ins Hauptmenü zurück. Ja, es ist ein lustiges Spiel und ich kann es empfehlen. Ein guter Langeweile-Vertreiber, was auch immer. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Ansonsten besucht unsere Webseite www.pocketpc.ch und bis zum nächsten Mal.